Hallo. Ja, die imaginären Zahlen, die sind nicht so leicht zu verstehen. Und was die wirklich sind, versteht man meistens erst, wenn man sie aus verschiedenen Richtungen betrachtet hat. Ja, und deshalb habe ich auch mehrere Videos gemacht, um die imaginären Zahlen einzuführen. Und das ist eines von diesen Videos. Gut, aber wiederholen wir hier erstmal, wie man die reellen Zahlen in der Grundschule einführt. Und zwar sagt man da meistens, eine reelle Zahl x ist die Seite eines Quadrates, ne, zum Beispiel eines Ackers, und x Quadrat ist dann der Flächeninhalt. Ja, so werden also die reellen Zahlen in der Grundschule eingeführt. Gut, also erstmal muss man sagen, dass diese Definition einer Zahl nicht schlecht ist, ne? Denn man kann so gewöhnliche Sachen damit berechnen. Ne? Zum Beispiel der Bauer kann berechnen, wie groß sein Feld ist, ne? Also wie viel Quadratmeter das hat. Gut, die Gewöhnung an diese Zahlen ist aber ein Problem, denn man verlernt, über den Tellerrand zu gucken. Man kann nämlich Zahlen auch ganz anders definieren, und zwar so wie hier auf der rechten Seite. Na, gut, erstmal, warum macht man das? Ja, weil es Probleme zum Beispiel in der Physik, in der Elektrotechnik gibt, die man mit den normalen Zahlen schlecht lösen kann, aber mit diesen neuen Zahlen kann man sie sehr einfach lösen. Ja? So, und da kann man Folgendes machen. Man definiert eine imaginäre Einheit i. Also sozusagen eine neue Zahl. Ja, und wie ist die definiert? Die ist folgendermaßen definiert: Wenn ich mit dieser neuen Zahl i multipliziere, entspricht das einer Drehung um 90 Grad. Ja, also gucken wir uns das mal an. Wir haben hier die Zahl 1 und wenn wir die um 90 Grad drehen, dann sind wir bei i. Das ist unsere neue Zahl. Ne? Die 1 wurde um 90 Grad gedreht. Ne? 1 wurde mit i multipliziert und das ist dann i. Ne? Hier steht es ja. Gut, jetzt kann man sich fragen, wenn einmal mit i multiplizieren eine Drehung um 90 Grad bewirkt, ja, was passiert denn, wenn ich zweimal hintereinander mit i multipliziere, also mit i Quadrat? Ja? Ja, dann drehe ich mich eben nicht um 90, sondern um 2 mal 90 Grad, also um 180 Grad und dann bin ich bei minus 1. Ich kann also sagen, einmal i Quadrat ist minus 1, ne? Oder kurz, i Quadrat ist minus 1. Ja, und jetzt habe ich also eine Zahl, die beim Quadrieren negativ wird, nämlich zu minus 1. Ja. Das macht hier bei diesen Zahlen keinen Sinn, ne, wenn man sagt, es gibt eine Zahl, die beim Quadrieren negativ wird. Ne, das ist Unsinn, denn ein Flächeninhalt kann ja nicht negativ sein. Ne, wenn ein Bauer sagt, ich habe 10.000 Quadratmeter, ja, und der andere Bauer sagt, ich habe minus 10.000 Quadratmeter, das ist Unsinn. Ne, negativen Flächeninhalt gibt es nicht. Ja. Aber hier macht diese Definition Sinn. Wenn ich definiere, dass eine Multiplikation i eine Drehung um 90 Grad bewirkt, ja, dann ist i Quadrat gleich minus 1. Ja, und das ist dann eine sinnvolle Definition. Gut, an der Stelle eine kleine Zwischenbemerkung, ne, genauer gesagt eine Warnung. Also nicht jede Erfindung in der Mathematik ist auch erlaubt. Na, zum Beispiel wisst ihr ja, dass 42 durch 0 nicht definiert ist. Na, ich darf also nicht durch 0 dividieren. Das ist verboten. Ja, jetzt könnte man auf die Idee kommen und einfach eine neue Zahl erfinden. Na, 42 durch 0 ist, sage ich mal, k. Na, ich habe eine neue Zahl erfunden, die nenne ich k. Und die ist das Ergebnis von 42 durch 0. Ja, das geht aber nicht. Denn dadurch würden andere Rechengesetze verletzt. Ja, wird genau erklärt im Lehrbuch, was ich geschrieben habe, ne, was man da machen kann und was man da nicht machen kann und was man beachten muss. Ja, aber wir können uns hier einfach merken, diese Erfindung, die verstößt nicht gegen die Rechengesetze,
Aber diese Erfindung, die würde die Mathematik ruinieren, ne? Die würde Rechengesetze außer Kraft setzen. Gut, dann machen wir mal eine Zusammenfassung. Also die meisten Menschen sind diese Definition einer Zahl gewöhnt, ne, seit der Schulzeit. Und x ist da eine Länge und x Quadrat ist ein Flächeninhalt. Ja, aber wir haben gelernt, eine Zahl x muss nicht eine Länge sein, sondern eine Zahl kann auch einer Drehung entsprechen. Ja, und da haben wir gesagt, i ist folgendermaßen definiert. Eine Multiplikation mit i bewirkt eine Drehung um 90 Grad. Ja, folglich bewirkt eine zweimalige Multiplikation mit i, also mit i Quadrat, eine Drehung um 180 Grad. Und dann sind wir im negativen Bereich bei minus 1. Ne? Und daher kommt die Definition i Quadrat ist minus 1. Ja, also das Problem, warum die Menschen diese imaginären Zahlen nicht verstehen, ist, die haben eine Denkhemmung, eine Barriere. Na, wenn man lange Zeit an etwas gewöhnt wird, dann hat man so eine Denkhemmung, eine Barriere, und dann versteht man nicht, dass man eine Zahl auch ganz anders definieren kann. Na, nicht als Länge, sondern als Drehwinkel. Gut, am Ende noch zwei kurze Anmerkungen. Und zwar haben wir ja hier die imaginäre Einheit definiert. Ja, und was ist jetzt der Unterschied zwischen der imaginären Einheit und einer imaginären Zahl? Also die imaginären Zahlen entstehen, wenn man die imaginäre Einheit nimmt und mit einer reellen Zahl multipliziert. Ja, also i ist die imaginäre Einheit. Wenn ich die mit einer reellen Zahl multipliziere, dann habe ich eine imaginäre Zahl. Gut, und wenn man diese imaginäre Zahl jetzt zu einer reellen Zahl addiert, ja, hier zur Zahl 88, dann erhält man eine sogenannte komplexe Zahl. Ne, das Wort komplex heißt zusammengesetzt. Ne, eine komplexe Zahl setzt sich zusammen aus einem Realteil und aus einem Imaginärteil. Ne? Gut, aber das lernen wir hier unten alles. Ja, hier ging es erstmal darum zu erkennen, dass man eine Zahl auch ganz anders definieren kann. Ne, man ist es so gewöhnt, dass eine Zahl immer eine Länge ist und das Quadrat dann ein Flächeninhalt, aber eine Zahl muss keine Länge sein. Man kann eine Zahl auch als Drehwinkel definieren. Ja, und wenn man definiert, dass eine Drehung um 90 Grad i entspricht, dann ist i Quadrat gleich minus 1, ne? Denn dann drehe ich ja zweimal um i, also zweimal um 90 Grad. Gut, im nächsten Video machen wir mit einem anderen Thema weiter. Da wechseln wir wieder zur Gruppentheorie und da erkläre ich euch, was wirklich hinter der Definition der Gruppenaxiome steckt. Aber hier sind wir erstmal am Ende. Auf Wiedersehen.